So, jetzt muss gegessen werden. Ist ja wieder komisches Wetter. Ach so, Erna habe ich doch mit. Okay, Erna, komm. Schaffen wir. Mensch, fürsorglicher Daddy. Und Erna, komm. Ist das von mir aus ein Auto? Nee. Was da läuft? Ich weiß nicht. Ich hoffe mal nicht. Also können wir so lassen. Ja. Ich muss ganz dringend auf Toilette. Wie viel Ramreis umgekocht hat, dann wollte ich das in Süßkartoffeln umrechnen. ~200 Gramm Süßkartoffeln darf ich. Die hätte ich auch vor. Mal gucken, wie viel die haben. Das sind normale. 200 Gramm. Ich nehme Süßkartoffeln. Ich habe eigentlich nur offen. Ja, da ist nichts. So. Also ist nicht oder wie? Nee. Süßkartoffeln sind schon da, aber. Der ist hier offen übrigens, habe ich noch nicht gesehen. So. So, den habe ich mir dann gestern vorbereitet. Pangasius. Ist alles abgewogen. 100 Gramm Gemüse, 150 Fleisch, 200 Gramm Süßkartoffeln. Einmal noch mal komplett in die Mikrowelle. Habe ich schon mal einen Fisch gemacht? Lachs? Lachs, nee, ich glaube, den hier. Pangasius esse ich auch. Wie? Pangasius, Lachs esse ich, glaube ich. Lachs doch. So, Lachs doch, Lachs habe ich auch schon mal gemacht. Ja. Mal gucken, ob der überhaupt schmeckt, genießbar ist. Weil den habe ich nämlich gestern im Backofen vergessen. Ist aber okay. Ich bin Pepsi Max Fan. Ich bin Pepsi Max Fan. Guck mal, da steht auch Pepsi bei mir am Bett. So, Leute, jetzt sind wir bei mir hier in der Küche gelandet. Ihr wisst auch, dass ich in der Vorbereitung bin. Da ist ein Thema Meal Prep, Essen, Ernährung, ganz, ganz wichtig. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen Essen vorbereiten. Zusammen. Für 2 Tage. Aber ich bereite nur Fleisch und Gemüse vor, weil ich das immer frisch vorbereite, damit ich so einen Schmänkel habe. Mal nehme ich Reis, mal nehme ich Süßkartoffel. Und Süßkartoffeln zeige ich euch gleich was zu. Kann ich euch jetzt kurz zeigen. Wir haben sie eben auch schon gesehen. Ich zeige sie euch hier nochmal. Das sind einfach nur Süßkartoffeln, die sind schon klein geschnitten. Und da spart man sich die Arbeit. Und die sind auch günstiger. Also aus dem Metro hole ich die. Ja, obwohl. Was hast du da? Das ist, wer ist das? Das ist Spinat. Wir machen jetzt mal Spinat. Ich dachte, das ist Brokkoli. Aber wir wollten mal was anderes machen. Der Herd ist schon an. Erstmal musst du den Knopf, siehst du, außen und innen. Und wenn du nur falsch anmachst, dann geht nur der innere an. Warum macht man denn Meal Prep? Sag ich euch gleich. Kurz sortieren. So, Meal Prep macht man aus folgendem Grund. Weil für beide Dinger muss man alle 3 Stunden essen, damit das die Versorgung geregelt ist. Die Versorgung der Nahrungskette, einfach der Nahrungskette. Ich bin jetzt hier ein bisschen konzentriert, weil den muss ich auch noch machen. Das ist hier Lachs-Dings. Sonst wird der nämlich Gammelch, habe ich vergessen.
hier, der ist auch mit Gewürzen eingelegt. Das ist Pute. Schön Gewürz mit Knoblauch. Also am besten ist fettfreies Fleisch einfach. Unter 5% Fett. Damit es nicht anbrennt. Ist da Thunfisch? Genau, ja, Thunfisch. Machen wir hier auch mal ein bisschen Öl rein. Sicher ist sicher, verbrennt sowieso, damit das auch ein bisschen knusprig wird. Wie beim Asiaten. Manchmal mache ich auch, ich mache auch die Nudeln gerne dazu. Hier, Kohlenhydrate 86 Gramm. Gucken, ob ich die auch verarbeite. So, wenn ich das angebraten habe, dann teile ich das ungefähr in 150 Gramm Portion auf. Vielleicht die Liste ein bisschen runterstellen nochmal, oder? Ja. Hier aber ist noch nicht alles drin. Fisch. Jetzt haben wir 10 Gramm mehr. Ist auch okay. Ja, egal. Lassen wir so. Spinnt die Waage gerade. So. So, einmal kurz weg bitte. So, das ist die bessere Pfanne hier. Das ist auch okay. 6. Und da drauf. Man muss auch aufpassen, dass der nicht mit Rahmen ist, mit Milch. Weil ich lasse in der Diät hier die Milchprodukte weg. Paprika, wir machen jetzt doch noch die Paprika. Ich habe noch eine Pfanne gefunden. Letzte Mahlzeit um 1. Schon ein bisschen weich geworden. Da kann man auch anfangen. Wir haben ja schon lange nichts mehr Knoblauch gehabt, ne? Geheimtipp, weil man kann sich durch Gewürze echt lecker machen, wie ihr seht. Das geht ja noch ganz gut klar. Jetzt braten wir hier noch kurz die Paprika ein bisschen an. Da ist eine Motte. Ja, jetzt lass sie da, die ist da versteckt. Pepsi Max Fan. Aber Jugendliche und Kinder nicht nachmachen. Koffein könnt ihr nicht schlafen. Ne? So. Sieht ja gut aus für Thumbnail oder nicht? Jo, Schubidui, das war es von Matzes Kochshow. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe das Gemüse und das Fleisch vorbereitet, weil das immer am längsten dauert. Das ist ein Reiskocher, da mache ich manchmal Süßkartoffeln rein, manchmal auch Nudeln, manchmal Reis. Und dann in der Mikrowelle 10 bis 20 Minuten, je nachdem, was ich mache, damit ich die Kohlenhydrate frisch habe. Und die gehen schnell. Manchmal mache ich das morgens schon, bereite mir das vor. Aber ich weiß, ich habe mir meine Frist gesetzt, ab 21 Uhr auch nicht. Ich wette nicht, ich habe dich schon ganz oft Cola trinken sehen nach 21 Uhr. Ich habe auch gerade überlegt, wenn ich